So, meine Lieben, Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered, den ersten Teil. Ich habe heute ein bisschen Zeit mitgebracht und auch ein bisschen Lust mitgebracht. Deswegen werde ich heute noch mal ein bisschen aufnehmen. Sekündchen, Sekündchen. So, ich muss natürlich wie immer erstmal ein bisschen gucken, wo ich gewesen bin. Ja, wie gesagt, heute kam ja der letzte Part von der letzten Aufnahme raus und da ist es halt immer noch ein bisschen schwierig. So, ich will mich erstmal umgucken. Diese Aufnahmesession wird diesmal auch etwas anders laufen. Diesmal mache ich aber nur drei Parts am Stück, dass ich in den nächsten Tagen wieder aufnehmen kann. Und werde einfach mal schauen, gehe nach Heptellers, okay, werde einfach mal schauen, was ich so machen kann. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, dass es schnell vorübergeht. Aha. Hey, wir können hier spielen, super. Gut, 25 Dollar bekommen. Jo, reicht aber. Ich glaube, ich weiß, wo lang ich muss. Und so mittlerweile weiß ich auch. Ich will. Nee. Nein, die Spritze kann ich nicht aufheben. Okay, dann lasse ich die erstmal da liegen. Vielleicht brauche ich die später noch. Irgendwie. Wie lange muss ich? So, auf jeden Fall will ich mal was ausprobieren. Und zwar mache ich noch mal kurz. Ah, Fenster kippen. Es wird nämlich langsam warm hier. Folgendes. Und zwar werden diese Aufnahmen. Oh, ich habe schon wieder keinen Adam. Werden diese Aufnahmen kommen in 4K? Die Frage ist, macht das Sinn? Ja, es war so klar. Es war so klar. Was passiert hier? Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich die Audio ein bisschen höher schalten kann. Nee, alles so weit oben. 5.1, 7.1, Mono, Stereo, Quatsch. Hör mal, Stereo schickt. Endlich läuft hier mal was Anständiges im Radio. Der Musiker hat die Pflicht, die Ruhe zu schmeicheln und den Geist zu erfreuen. Also verabschiede dich von diesen Wichtigtouren und freue dich auf einen Abend mit Sander Cohen. Herzlich willkommen. Okay, finde Sander Cohen. Ich befürchte, wir müssen mit dem irgendwie jetzt uns rumärgern. Also, ich habe hier unten seit Monaten kein Anzeichen von echtem Leben gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe gar nicht studiert. Ich habe studiert, meine Faust in dein Gesicht. Wo kommt die denn her? Ich habe nicht so viel Antipersonen-Munition, das ist ekelhaft. Beleidigt die mich? Hier, Alter, jetzt ist aber Feuer im Schacht hier. Ich mach's dir noch gar nicht schwer, du olle Zippe! Da küsst er... Bei dem, da kann ich den Mike
öfters mal was Leckeres vorbeikommt, aber die, die sich hier blicken lassen, sind alle miteinander Tölpel und Volltrottel. Ah, wo sind nur meine Money? Komm rein! Das war nicht so klug, das war nicht so klug, das war nicht so klug. Aber ich kann's. Ah, ich bin ja unsichtbar, die sehen mich nicht. Super. Ja. Sagen wir es mal so. Das war nicht so klug. Aber ich bin nicht. Ich bereue nicht, dass ich das getan habe. Eieiei. So, jetzt warte ich hier diese Sekunden noch ab. Die 20 Sekunden, ne, kriegen wir schon hin. Währenddessen kann ich mir noch was zu trinken einschütten. Ja, ihr müsst einfach mal bitte in den Kommentaren ablassen, wie ihr das so findet. Für mich heißt das Hochrendern auf 4K eigentlich gar nichts, da ich das glücklicherweise mit dem Grafiktreiber machen kann. Und deswegen ist das alles für mich relativ meh. Meh bedeutet, ich werde hier ich brauche da nicht so viel Ressourcen dafür. Also von daher habe ich da jetzt nicht habe ich da jetzt keine große Mehrarbeit. Aber auch von den Ressourcen her, was die Grafikkarte hergibt, ist das okay. Das einzige, was ist, was für mich. Nein, ich kann keine Antiperson. Ach, scheiße. Gut, haben wir zwar gehackt, bringt aber glaube ich nichts. Willkommen in Fort Frolic. Okay, Fort Frolic, super. Gibt's ja auch irgendwo Hundefutter? Dafür zu danken, dass ich die Übertragung dieser Rüpel Atlas und Ryan unterbrochen habe. Lass sie nur streiten. Ein Künstler, ja. Ein Künstler weiß, es gibt fruchtbareren Boden zu bestellen. Super. Ich will die beiden Sachen haben. Ich teste dich, kleine Motte. Aber nicht ohne Grund. Ich prüfe alle meine Anhänger. Einige strahlen wie Galaxien und andere verbrennen. Wie eine Motte im Feuer. Nun komm. Komm in mein Zuhause. Okay, der hat wahrscheinlich auch ein oder andere den einen oder anderen Knacks im Gehirn. Erstmal alles durchsuchen und gucken, wo ich überhaupt gelandet bin. So, müssen wir hacken. Ja, genau, für mich bringt eigentlich 4K-Aufnahmen nichts anderes als ein bisschen mehr Speicherplatz fressend für die Videos. Von daher ist das noch in Ordnung. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass relativ wenig oder wahrscheinlich gerade von meinen Zuschauern nicht so viele Leute gibt, die auch 4K jetzt gucken wollen unbedingt. Aber es ist möglich, also bitte in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet. Ansonsten bleibe ich bei 1080. Da werden halt die Dateien nur nicht ganz so groß. Von daher ist es alles relativ egal mittlerweile. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, was reingeguckt und habe dann jetzt feststellen können, okay, ich brauche da jetzt nicht unbedingt so dick. Wie heißt es? Braucht da jetzt nicht so dick? Irgendwas Besonderes oder Einbußen oder so. Jetzt brauche ich so ein Teil nach oben. Stimmt ja, dieses Let's Hack, ey. Ja, das
Fenster brauche ich. So, jetzt nochmal eins nach oben, dann so eine Linkskurve. Dann brauche ich das da. Jetzt ist die Frage, habe ich... Yo, ist klar. Mach doch bitte noch mehr kaputt. So eins und so eins und dann passt das. Super. Wir haben ein bisschen Kohle, aber ansonsten... Ach, oh, Antiperson. Wieso habe ich... Ach, ich habe Antipersonenpatronen. Aber nicht für die Pistole. Ach, Kacke. So, jetzt wollen wir mal wirklich zu diesem Lümmel gehen. Da müssen wir hier nach oben wahrscheinlich. Und ja. Naja, ich probiere es einfach mal hier. Nehme jetzt mal so ein Stündchen auf. Oder zwei. Oh ja, Hacking, das ist gut. Das ist genau das, was ich brauche, weil ich nicht so viel habe. Yo, mach's doch noch knapper. Alter Schwede. So, das muss dahin. Das muss dahin. Jetzt brauche ich noch so ein Teil nach oben. Gut, hält sich in Grenzen das mit dem Hacken, finde ich. Von der Schwierigkeitsgrad her ist ein bisschen nerviger geworden als vorher, aber es ist machbar. So, Cohen. Müssen wir uns mit so einem Künstler rumschlagen. Alles klar. Happy Chappy. Ich bin Happy Peppy Peppy. Das ist Happy Peppy Erik. Entschuldigung. Ich hatte da noch von einer Kindheitssendung so ein Ohrwurm im Schädel. Oops. Die soll einfach zu hacken sein. Ja, ist klar, ne? Jetzt brauche ich so eine Kurve nach unten. So, und dann so eine Kurve nach links. Dann so ein waagerechtes Teil. Jetzt muss ich nach unten mal wieder. So, weiter nach unten. Jetzt einmal nach rechts und dann wieder nach unten und hoffentlich finde ich noch so ein gerades senkrechtes Teil. Super. Super duper. Das ist eine Vita Chamber, nehme ich an. Oder ein Aufzug. Kann ich nicht rufen. Oder? Doch. Nicht. Okay. Ich kann Muni sparen, ich kann Muni sparen. Okay, ich hätte es eigentlich lassen können. Dann ist es halt so. Das ist noch abgeschlossen. Alles klar, dann muss ich eigentlich hier zum Aufzug. Die Frage ist, kann ich auch hier lang gehen? Was gibt's denn hier unten? Ach so. So war das. Das ist, wenn man verschiedene Spiele spielt. Gentonikum, Gen-Upgrades austauschen. Ich bin mit meinen Gen-Dingern eigentlich soweit zufrieden. Brauchen auf jeden Fall ziemlich viele Filme. Oh yeah, wir können Gitarre spielen. Schubidi und Schubidu. So gut wie ich spiel's auch, nicht du. Oh yeah. Neues Tagebuch? Also zu deiner Kritik an Anna Culpeppers neuester musikalischer Entgleisung.
Wieso widmest du überhaupt dieser Schreckschraube weiterhin Spalten in der Zeitung angesichts der großartigen Künstler, die wir in Rapture haben? Das ist mir unerklärlich. Wo sie nicht imitiert, ist sie langweilig. Wo sie nicht langweilig ist, ist sie plump. Und wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Alles klar. Wo sie nicht plump ist, ist sie gefährlich. Ah, wir können hier was bauen. Super. Antiperson. Dazu fehlt uns... Patronenhülsen. Okay, ich verstehe. Trinkler. Keine Ahnung, was ein Trinkler. Was ist denn Trinkler? Beim Trinken von Alkohol werden kleine Mengen Eve wiederhergestellt, statt entzogen zu werden. Ah, Trinker. Okay, Blutdurst. Wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel, ja, wärmesuchend. Konstruierbare Objekte, 3 destilliertes Wasser, 2 Kerosin, okay. Kann ich aber nicht machen, weil uns Messingrohr fehlen. Wärmesuchende Panzergranaten für den... Oh, geil. Fallenbolzen natürlich alles ziemlich nice. Wie kannst du nur glauben, ich würde jetzt mein Publikum empfangen, während ich mich gerade vorbereite? Undenkbar! So, da kann ich nicht hin. Okay. Noch nicht. Müssen wir uns mal merken. Ich würde nämlich gerne da dieses... Ja, ich muss da irgendwie... Ach so, ja, dann muss ich doch in den Aufzug. Okay. Dann ist das halt so. Was hat er denn jetzt schon wieder für Probleme? Ich kann nicht aufstehen. Und jetzt geht's wieder. Ich versuch's ja, bitte. Noch einmal, junger Fitzpatrick. Wo steht der andere Typ? Der muss doch hier irgendwo rumstehen. Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Das, oh, das TNT! Ups! Komm jetzt runter, kleine Monde. Nein. Die Würde des Glücks